Bredagne. Du kannst passieren. Aus dem Weg. Hast du einen Passierschein? Komm schon. Wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Novigrad. Lang lebe, etc. etc. Komm jetzt. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Leb wohl. Thank you.
Schneller! Mach langsam! Was ist hier los? Warum löscht das denn keiner? Es soll doch brennen, kapiert? Verpiss dich! Sonst braten wir dich zusammen mit der beschissenen Elfin! Da gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Lauf, schnell!
wirst es nie lernen. Bist fast am Ende, was? Ha. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Schrecklich, diese Gebühr. Das hier scheint ist es wichtig, woher das ist. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Sonst wieder ein Tag im Arsch. Ah! Hast du's eilig? So ist's gut. Langsamer. Heya! Du kannst passieren. Geh mir aus dem Weg. Schneller. Bist du mager? Die bessere Zeit für uns. Oh! Oh! Scheiße! Los! Nicht so schnell, Plätze. Frevler Kobolde. Oh, heiligstes aller Feuer.
Bist du Wolfstein, Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug Geld? Ich brauche noch mehr Geld. Genau. Ohne Vorauszahlung mache ich mir nicht mal den Arsch in der Badewanne nass. Nicht wahr? Deinesgleichen findest du hinter den Mauern. Weitergehen! Du bist eine Beleidigung ein für die Würde des ewigen Volkes. In die Kanalisation fließen, fließt der größte Abschaum nach Novik. Ah, hier fliegt ein Hexerraum. Also jetzt in aller Flinde. Sieh Leine. Verschwinde von hier. Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Ritter Sporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine. Das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Was gibt's denn heute?
Bis dann. Deine Augen. Wirklich merkwürdig. Ich sollte nicht mehr herkommen. Warum denn? Auch wenn Krieg herrscht, sind die Getränke immer noch ausgezeichnet. Der Alkohol ist derselbe. Die Kundschaft ist es nicht. Ja, stimmt, das Gesinde. Es hat sich zwar auf Straßen und Höfen rumgetrieben, war aber selten in anständigen Etablissements. Ah, harte Zeiten. In der ich soll hier bald ein großes Finsternis. Die Stadtväter tun alles. Abzulenken. Ich melde mich an. Willst du mich betrunken machen, werter Herr? Ich weiß nicht. Wenn ich das wollte, werde ich alle. Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Hör mal, ich habe Hurensohn Junior gefunden. Ja? Und? Hast du was erfahren? Ja. Ciri und Rittersporn wollten Sigiroivens Schatz für Hurensohn stehlen. Im Gegenzug hat Hurensohn versprochen, jemanden zu finden, der Ciris Phylakterium reparieren kann. Kaum zu glauben, dass sie mit diesem Bastard verhandelt hat. Wo doch weithin bekannt ist, wie man endet, wenn man mit Willi paktiert. Ciri war verzweifelt. Aber du hast recht, es war nicht die beste Idee. Schließlich hat Hurensohn Ciri verletzt, nachdem er Dudu gefoltert hatte. Dudu? Wie? Was hat denn Dudu damit zu tun? Offenbar hat Rittersporn sich an ihn gewendet, um Ciri zu helfen. Ein Glück, dass Dudu entkommen konnte. Er versteckt sich jetzt vermutlich. Ach. Oh, und was ist mit Willi? Der ist tot. Alles Gute.
Ergo? Betrunken machen, werter Herr? Ich habe große Angst, zum Doktor zu gehen. Man weiß es nicht. Komm schon, das war nichts. Seht die Kanalisation fließen, fließt der größte. Ich habe Ballade. Ah, hier kriegt sie nicht. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte!